So, Hexer Nikolai. Dieses Mal begegne ich dir an einem sicheren Ort. Wo du dich nicht zwischen Säulen verstecken kannst. Wenn du mich nicht trollst und gar nicht kommst. Kann nämlich auch passieren. Dich wollte ich eigentlich nicht anlocken. Ich will eigentlich den da oben haben. Genau, da ist er. Am besten in kleine Scheiben geschnitten. So. So, jetzt wird er sich zurückziehen und versuchen, sich zu heilen. Oder auch nicht. Er wird sterben. So, das war das Teil vom Lied. Kalt servierte Rache. Alter Pflanzenbalsam ist okay. Oh oh. Au 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 au. Autsch. Das ist hier ziemlich knapp gerade. Oh. Gelbes Kraut. Öffnet sich nicht von dieser Seite. Oh. Ah, stich doch mal zu. Was machst du denn? Oh, oh. Der größte, ich habe schon ein paar Mal gesagt, aber der größte Feind in diesem Spiel ist die Steuerung. Weil ich hatte genug Ausdauer und ich habe zweimal Angriffen angreifen geklickt. Echsenbaumzweig, ja, von mir aus. Aber mit Angriffen war nicht viel. Versteck voraus. Ja, im Verstecken Loch des Todes wohl eher.
So, Magierstein. Hehehe. Das kriege ich nur von der anderen Seite aus auf und ich habe jetzt gar keine Ahnung, wo es nochmal war. Ich glaube nicht hier, sondern in dem hinteren. Ja. So, Leuchtfeuer ist entzündet. Das heißt, ich kann mich jetzt mit dem nächsten Finstergeist. Aber Vorsicht, zäher Feind, auf jeden Fall. Einfach ist das Phantom. Tut mir leid, dass ich so fies bin. Der kann nämlich sehr garstig werden. Dadurch, dass er mit Säureurnen wirft. Wenn man ihn in eine Sackgasse zwängt. Genau. Noch ein guter Treffer, der ist hinüber. Oh. Der hat nur noch, hält nur noch einen Treffer aus. Ah, nein. Jetzt trinkt er auch noch. Oh, der flieht. Ganz ehrlich, wo ist, wenn es ist die Ratte jetzt geflohen? Oh. Ah. Du mich auch. Ganz ehrlich, du mich auch.
Jetzt hole ich mir erstmal meine Seelen wieder. Ist halt die Frage, wie kriege ich dich da oben weg? Weil du kommst nicht freiwillig runtergefallen, oder? Nicht wirklich. Ach, wisst ihr was? Wir haben jetzt so guten Fortschritt gemacht und ich habe so viele Seelen. Ich sortiere erstmal Zeug weg. Das wir nicht brauchen. Augenblick. Silbertalismane, die absolut nichts bringen. Habe ich Leut-Talismane, die hebe ich auf, also können die auch weg. Seele kann weg, das kann weg. Stab der Gefolgsleute. Ein von den Gefolgsleuten in der Kathedralenstadt getragener Stab. Vor langer Zeit dienten die Gefolgsleute den Priesterinnen, aber seit diese verschwanden, durchwandern sie ziellos das eisige Eleum Lois. Ja, und Hexenbaumzweig habe ich schon einen, den brauche ich eigentlich nicht mehr. Gewand der Gefolgsleute. Ja, steht dasselbe. Und die Elite-Ritter-Rüstung habe ich entweder schon oder nee, ich habe sie noch nicht, also habe ich sie jetzt. So, und das Nordwächter-Gewand. Und Zauber. So, dann aufmachen wir Jula. Level abmachen. Und dann gibt es mal wieder einen Cut. Aufsteigen. Jo. Ein Punkt hier rein. Belastung erhöht. Körperliche Abwehr nur ganz gering. Zauberei bringt mir auch nichts mehr. Anpassung würde mir etwas Beweglichkeit bringen und ein paar Resistenzen, also eigentlich auch nichts so wirklich. Also bringt mir nur Geschicklichkeit für mehr Schaden etwas. So. Jo, dann gibt es jetzt erstmal wieder einen Cut. Also. Bis dann.